Günther hat die Woche Bockwurst bezahlt. So, sehr gut. Einmal frei. Platz Pflanze 43 vernichten. Verteilerkartusche leer. Okay. Dann, Sesam, öffne dich. Kann ich die Verteilerkartusche hier einsetzen? Nee, kann ich nicht. Why? MCA? Oh, sieht so aus. Ich komme da nur nicht dran. Da musst du halt irgendwo hochklappen. Dann Schalter an der Wand. Dave. Dann ist er, da sagt aber nichts. Okay. Ja. Schön, dass ja. Ich finde auch gut, ja. Wir haben wohl schon ein paar Tage jetzt gestreamt, also. Teilweise auch richtig lange und so ein Scheiße. Aber halt nicht Resident Evil. Jetzt hab ich gerade mal Bock drauf. Resident Evil. Ich muss immer so ein bisschen. Man muss Bock drauf haben, gell? Das ist wichtig, also ich habe das vorhin schon mal im Eingangs erwähnt. Es ist schwierig. Also ich kann nichts machen, wo ich keinen Bock drauf habe. Und wenn ich jetzt irgendwie gerade keinen Bock habe, dann habe ich auch keinen Bock. Nee, dann kann ich das und dann habe ich auch keinen Spaß daran. Und wenn ich keinen Spaß habe, dann kann ich den Spaß auch nicht transportieren. Und das ist halt auch der oberste. Die oberste Direktive für mich, dass es ja alles Spaß macht, was wir hier machen. Weil das ist alles Freizeit im Endeffekt. Hier, das ist für euch Freizeit und für mich Freizeit. Und das soll Spaß machen. Also ich will da nicht Stress haben. Wenn ich Stress habe, krieg ich Plack. Ja, ich mach ein bisschen. Ich glaube aber, dass der Dante hat da recht mit dem Routen. Also ich halte es auch für Blödsinn. Außer man braucht es für irgendwas halt, gell? Wenn zum Beispiel Entwickler, es gibt so Entwickler-Handys, die müssen geroutet sein oder Gedönigens. Ganz früher wieder habe ich es auch gemacht, wegen den Navi-Karten und so, da musstest du, weißt du ja, wie es ist. Ach, ja, ja, da und da rumgefummelt. So, wir müssen mal ganz kurz uns konzentrieren. Ja, Mutti, nachher spielen wir Dead Island weiter. So, wir haben keinen Punkt, wo ich was machen könnte. Gewächshaussteuerung. Pflanze 43 vernichten, Verteilerkartusche leer erhalten. Ja, aber die kann ja eigentlich nur da rein hier, die Verteilerkartusche, aber da ist rot. Also muss es irgendwo einen Schalter geben, der das hier öffnet. Das ist ganz klar. Die Logik ist unbestechlich eigentlich. Also da kann man eigentlich auch nicht. Da ist nichts. Ich habe eine Granate, ich könnte mal eine Granate drauf werfen, mal gucken, ob das dann das Gitter aufgeht. Hilft Routen auch nicht gegen Google. Keine Ahnung. Es gibt, also ich weiß, dass es Alternativbetriebssysteme gibt, die man installieren kann. Aber das weiß wahrscheinlich auch Dante wieder besser. Es gibt da gemoddete Android-Versionen. Vielleicht gibt es da von so Verschwörungstheoretikern auch was von Ratioform, dass da irgendwie Software gibt, Betriebssysteme. Wenn du sogar ein Linux oder was, so eine Art Linux, so eine Android-Linux, was weiß ich, Komponente. Wo das dann, wo dann Google ausschalten kann. Ich glaube, ganz kriegst du Google da nicht raus aus dem Dings. Dann müsstest du dir vielleicht eventuell einfach ein Huawei kaufen. So. In dem Falle gehen wir jetzt mal ganz kurz zurück in den Kontrollraum. Irgendwo ist der Schalter, 100%. Pflanze 43. Ich dachte, 43 ist die Antwort auf alles, oder war 46? Ich gehe mal ganz kurz in den Kontrollraum. Vielleicht habe ich hier was übersehen. Vielleicht brauche ich auch da die, den Code da. Hier. Aber den habe ich auch nicht gekriegt, ne? Nee, das war nur der. Ah, Mann. Wir spielen quasi wie 1998, da gab es auch keine Möglichkeit, sich Lösungen zu ergoogeln. Damals, 1998, sondern da musste man sich komplett Lösungen kaufen. Total Hardware geprintete Scheiße. So fette Bücher, Dreck. 98, da gab es noch nicht mal Internet. Internet, das habe ich dann erst später, so 2001, 2000 rum. Sowas, so 99, sowas in dem Dreh. Haben wir jetzt ein Internet gehabt über zum Einwählen und da habe ich eine Dreamcast gehabt. Und die hat so ein 40 Meter langes Telefonkabel gehabt. Und da konnte ich das die ganze Bude legen. Und da konnte ich chatten. Und da habe ich nachts heimlich bei Knuddels gechattet. Das weiß ich noch. Oder bei irgendeinem anderen Chat. Das war total spannend damals. Das hat mich total irritiert. Es gab Entwicklerhandys mit Root.
Ja, es gibt aber genug Chinesen, die geroutet sind. Ja, die grundsätzlich geroutet sind, ne? Ja. Xomia war das am Anfang auch so, aber mittlerweile haben die sich auch gebessert. Ja, Mann, heimlich. Natürlich heimlich. Was ja nicht den Eltern sagen, dass ihr chatten du ist, Mann. War ich ja noch klein. Bin ja jetzt auch nicht so alt, bin ich nun auch nicht. Gell? Also 98 war ich auch noch klein. Wo Resident Evil rauskommen. So. Aber zurück zum Spiel. Wir quatschen hier die ganze Zeit. Quatschen ist natürlich auch wichtig. Gerade hier. Wir wollen ja ganz entspannt angehen, alles. Wir wollen nicht durchstrafen hier. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Da ist kein Pfifferling zu holen. Quasi. Ich denke, das ist vielleicht der Code hier. Irgendwas. Ja, aber hier durchzuprobieren, einfach durchzuprobieren, ist natürlich sinnlos, ey. Ich glaube, das macht da nur die. Ja, genau, da, guck, im Drug-Testing-Labor habe ich da so ein Schloss. Das bedeutet hundertprozentig, das ist die Schließanlage von dem Mischgerät. Wir müssen nochmal zurück. Vielleicht finden wir in dem Drug-Testing-Labor irgendwo den Code aufgeschrieben. Ja, gar keine Pflanze 43 mehr. So, mal gucken. Irgendein Hinweis darauf, vielleicht. Den Code. Irgendeine Stellung. Ach, hier ist noch ein Zettel. Nee. Schade, das ist nur Deko. Warum würde jemand sein. Ja, also ich habe das damals gemacht. Also, wenn du jetzt hier so illegale APKs installieren willst, zum Beispiel. Von irgendwelchen Spielen. Dann geht das nur mit Root meistens. Oder illegale Navigationssoftware-Karten. So ein Krams. Oder wenn du, ich glaube, wenn du WLAN hacken willst, dann auch. Aber auch hier kann er wahrscheinlich dann der bessere beantworten als ich. Weil ich bin da. Der ist ja mehr drin als ich. Okay, wir haben ja auch nur so Dings. Wir haben nichts weiter. Wir müssten vielleicht den anderen Raum. Es gab ja noch einen Raum hier. Vielleicht finden wir dann. Aber da müssen wir uns halt dann wirklich da durchschießen. Hier ist geschlossen, da kommen wir nicht vorbei. Hier gibt es noch einen Raum und da gibt es noch einen Raum. Wir versuchen es mal einfach. Das ist ja jetzt nichts. Ich finde ja auch keine Antwort auf meine Frage, das quasi, was den Code betrifft. Greenhouse. Greenhouse, das klingt wie so eine jüdische Volksband. Okay, jetzt kommen wir, glaube ich. Oh! Da steht ein Code. Merken. Screenshot. Oha. Arsch! So, puh, das war knapp. So, jetzt habe ich aber fünfmal das Wort so gesagt, das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall in meinem Screenshot-Ordner nachgucken. Wie lustig. Hätte ich den Chat mir mal helfen können. Blödes Cyberpunk macht 36 GB Update. Ja, warum? Ja, das stimmt. Muss angepasst sein. Aber es gibt irgendwo bestimmt so Prepper Communities, wo so gemorfte Versionen von diesen Android-Handys gibt, Dante. Wo sie Google rausgeschrieben haben oder was. Und das sind natürlich nur noch wahrscheinlich ein Drittel der Funktion von dem Handy an sich. Kannst du vielleicht noch telefonieren damit und was weiß ich. Und dir Ei drauf braten oder sowas, aber. Mann, wo ist mein Screenshot-Ordner? Brauche dieses. Eins rechts oben. Hast du ja auch gemerkt? Oh, geil. Ups. Falsch gedrückt. Lass mal. Back to the roots. Eins rechts oben, alles klar. Was habe ich noch? Zwei links oben. Zwei links oben. Links. Zwei. Was hier? Zwei links oben. Was noch? Nächste? Next. Jetzt klippen sollen. Parallel dazu werde ich mal meinen Screenshot-Ordner trotzdem suchen. Nein. Warum geht das scheiß Steam nicht auf, wenn ich das sage?
3 links oben. Das blöde Cyberpunk nervt mich. Cyberpunk gab es jetzt Version 1.3. Die haben richtig so Mini-DLC. Sagen die. Mini-DLC reden die alle. Richtig DLC, ich sieh's nicht aus. Aber. Das würde ich jetzt als Anreiz nehmen, um das mal zu streamen, Cyberpunk. Ich würde eine komplett neue Dings anfangen, aber dazu müssen wir erst noch ein paar Sachen beenden hier. Ich habe ja aktuell ein paar Projekte am Laufen. Ach so, meinst du das? Was war das nächste? Eins rechts oben. Ich glaube, das. Das oder das. Eins von den beiden war das. Das oder das. Nehmen wir das. Und das letzte war, ja. Ich habe nochmal das, gell? Alles klar. Das hat nicht funktioniert. Dann so. So. So, so. Ist das richtig? Oh yeah, it's amazing! Damit haben wir das erste freigeschaltet. Ich denke mal, da kriegt man dann den Code für den anderen. Ich. Für den, für das, Verschlussanlage. Von dem Labor. Ich muss mal ganz kurz meinen Bildschirm wieder sortieren hier. Ich habe mir ein bisschen das durcheinander gebracht. Tut mir sehr leid. Ich muss kurz dann diesen Ansatz lesen, da zum, seinen Absatz lesen zum Thema Routing. Das ist ein echt interessantes Thema, finde ich. An sich. Auch Smartphones sind auch ein interessantes Thema, finde ich. Ja, Mann. Ja, das stimmt, gell. Wenn du das nicht willst, musst du halt, ja, dann das schreibt halt, das, dieses ganze Routen und so. Alles schön und gut, aber dieses Google rausschreiben, so, alles schön und gut, aber, wozu? Wozu brauchst du dann noch ein Smartphone, was keine, was nur noch die Hälfte oder ein Drittel der Funktion hat, wie ein normales Smartphone? Weil das, an Google hat nun mal die, schlussendlich die ganzen, das ist halt Skynet. Schlussendlich ist halt einfach so. So. Ich hoffe, ich kann den Chat noch lesen hier. Ich hab's noch am Handy. So, wir schleichen uns nochmal zu dem Ding da, ne? Die stehen natürlich richtig im Weg, die Arschlöcher. Aber wir tricksen einfach mal aus, hier. Ja, ja, ist doch gut. Das kostet mir einfach zu viel Munition, das Zeug. Das Kropfzeug da. Und ich glaube, dass wir die alle mit einmal zerstören können. Wenn wir da dieses Pflanzenschutzmittel, da, das Unkraut noch nicht da bauen, dann glaube ich, dass wir die alle kaputt machen können mit einmal. Und dann habe ich die ganze Munition verschwendet. Deswegen renne ich einfach an dem vorbei. Ganz heimlich. Ganz gemein. Quasi. So, hier ist noch ein Bauplan. Da liegt, Scheiße. Schießpulver. Nicht scheiße. Umbrella Lounge, Karte des Labors Ostbereich. Oh, ich sollte mal guck mal. Aber das war jetzt nicht auch nicht so interessant. Obwohl doch, das ist interessant auf jeden Fall. Schießpulver grob. Groß, meine ich natürlich. Aber das war jetzt natürlich nicht so ergiebig. Ich suche nochmal. Lass mal vielleicht den Code hier kriegen. Aber wahrscheinlich müssen wir einen anderen Raum noch besuchen für den Code. Aber hinten geht's auch noch weiter. Oha, hier tropft's. In der Tropfsteinhöhle. Hier ist eine Tür. Ich krieg mal den Code ja doch noch hier unten. Warum ist da überall Blut an der Pflanze? Was sind das für Pflanzen hier? So, wir gehen jetzt mal einzeln ab, würde ich sagen. Hier geht's scheinbar in der Tür, ja. Wir gehen aber trotzdem mal ganz kurz durch den Flur und schauen uns mal. Da liegt ein Zombie. Ach du Scheiße, guck mal, wie viele Zombies. Da ist ein Schalter. Pff.
fuck. Das kann was werden jetzt. Wir haben 23 Schuss, 5 in der Trommel. Das heißt, wir haben 28 Schuss. Wir brauchen pro Zombie, je nachdem, wie gut ich treffe, 3 bis 4 Schuss. Wie viel sind's? 1, 2, 3, 4. 4 mal 3. Ja, das müsste eigentlich passen von der Munition her. Das ist ein Problem bei Resident Evil grundsätzlich Munition. Das könnte man jetzt so aus dem 5. Wir haben jetzt den 5. gespielt und den 6. Teil. Bonnie. Na klar. Was für Wichser. Bitches. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way. Ah, get out the way, bitch. Oh, scheiße. Ach, nein. Bin dumm. Bin so dumm. Bin so dumm. Jump, jump. Oh. Space. Yeah. Bitch. Vorbei. Go. War das unklug? Das war äußerst unklug. Scheiße.